Hallo, herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Ich bin's, der Jens, und heute ist wieder Lesestunde und heute geht es um die Geheimnisse der Insider. Heute geht es um mein Buch. Ich habe hier das englische Original, das heißt Trade Stocks and Commodities with Insiders. Hier, damit man es mal genau sehen kann. Okay. Und zwar, dieses Buch ist von Larry Williams, einem jetzt nicht ganz unumstrittenen Autor. Die einen sagen, der ist ein Trading-Gott und der hat extrem viel fürs Trading getan. Ich gehöre auch zu denen. Die anderen sagen, ja, das stimmt alles gar nicht so, aber ich habe unheimlich viel von ihm gelernt. Unter anderem auch aus diesem Buch. Das Buch gibt es auch in Deutsch. Link steht hier unter dem Video. Also das heißt, wer das nicht in Englisch lesen möchte, der kann es auch in der deutschen Übersetzung lesen. Und dieses Buch ist von 2005, also jetzt 10 Jahre alt. Und darin beschreibt Larry Williams sehr schön die sogenannten COT-Daten, also die Commitment of Traders, wie man sie interpretiert, was man mit denen machen kann, wie man sie anwenden kann. Und wer etwas tiefer in die Materie des Future-Handels eindringen will, wer Future-Optionen handelt, der sollte dieses Buch gelesen haben. Auch das ist wie vieles nicht der heilige Gral, sondern hier geht es einfach darum zu erkennen, wie sich Märkte bewegen. Ich habe schon gesagt, das Buch ist jetzt 10 Jahre alt und hat sich auch ein bisschen was verändert in dieser Zeit. Die Märkte sind nicht mehr genau die gleichen wie vor 10 Jahren, aber gerade im Rohstoffbereich gibt es einfach viele Dinge, was also kommerzielle Marktteilnehmer machen, warum die in bestimmten Situationen kaufen, warum sie in bestimmten Situationen verkaufen. Und man bekommt hier wirklich einen ganz, ganz tollen Einblick. Das ist natürlich typisch amerikanisch, also die Geheimnisse des COT Reports oder Handeln mit den Insidern. Klar, die Amerikaner können alle gut verkaufen und deswegen wird das natürlich ein bisschen aufgebauscht. Aber es ist wirklich ein tolles Buch und deswegen empfehle ich es auch. Ich habe es damals, als es rauskam, mir gekauft. Es gibt noch zwei, drei andere Bücher über die COT-Daten, die sind aber, finde ich, komplizierter geschrieben. Das ist wirklich einfach geschrieben, so dass es jeder auch versteht, so dass jeder eine Basis hat. Man muss ja nicht in diese Reports ganz ins Detail eindringen, sondern es genügt ja, wenn man einen großen Blick darauf werfen kann oder das große Ganze erkennt. Und wer halt dann sagt, genau das ist das Richtige, diese COT-Daten, der kann ja dann mit weiterführender Literatur sich noch ein bisschen mehr einarbeiten. Also, Larry Williams, Trade Stocks and Commodities with Insiders, die Geheimnisse des COT-Reports, in Deutschland, glaube ich, erschienen im Finanzbuchverlag. Wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, den Link mal unten drunter machen, dass man es auch in Deutsch bestellen kann. Und ich kann es jedem empfehlen, leichte Lektüre, aber mit tollen, tollen Inhalt. Also, lesen und besser werden. Immer daran denken beim Optionshandel, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen und wir sehen uns hier wieder demnächst auf diesem Kanal. Tschüss.